Oh, großer Zuckro. Du weisester aller Zuckerrohrgötter. Schweig still und gib das Gesetz des Zuckro. Lange ist's her, dass wir hier waren. Sieht immer noch ziemlich gut aus. Also ich bin echt, haben wir echt schön gemacht. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Wir opfern ihm einfach mal einen Schneeball. Da sind wir mal nicht so geizig. Wir opfern einen Schneeball. Oh, er hat das Opfer angenommen. Sehr schön. Und da kommt auch schon seine Gabe. Der ganze Zuckerrohr. Das ganze Zuckerrohr. Sehr schön. Und hier war doch irgendwo, wir können ja mal reingucken. Für alle, die jetzt quasi noch gar nicht wissen, wie das Ganze hier funktioniert. Ist natürlich eine Zuckerrohrplantage. Nur hier wird alles schön reingespült. Und die Auslösung der ganzen Angelegenheit geschieht. Ach, hier unten sind ja auch noch ganz tiefe Gänge, wo wir früher gemint haben. Oh, ist das alles lange her. Die Auslösung geschieht über einen ganz klassischen Druckplattenmechanismus. Hier unten. Das mit der Musik. Ich weiß gar nicht, hat das mit der Musik eigentlich gerade funktioniert? Müsste eigentlich. Kling, klong, klong, klong. Macht das eigentlich? Ursprünglich wollte ich da die Zelda-Melodie machen. War mir dann aber einfach viel zu aufwendig. Und das habe ich dann einfach sein gelassen. So. Das Zuckerrohr nehmen wir auch mal mit. Okay, na dann einfach wieder raus hier. Hier wieder die Fackel hingehangen. Ups. Dann ist da auch wieder zu. Und dann tauchen wir mal nach dem ganzen Zeug. Oh, 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 oh. So, alles klar, hat geklappt. 42 Sugarcanes nur, es ist nicht das effektivste, aber ich finde, das ist die schönste Zuckerrohrfarm. Einfach, weil das so lovely ist hier mit diesem ganzen... Diesen ganzen Berg hier haben wir aufgeschüttet, der war vorher gar nicht da. Es ging da direkt rüber in den Sumpf auf die andere Seite, wo auch unser Tor ist in den Nether. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt hier so geklappt hat. Okay... Dann machen wir eine andere Sache, die mich schon seit längerem nervt. Einfach während dort die Melonenfarm sich ausarbeitet. Wir haben ja hier irgendwo eine Creeper-Sprengung gehabt im Eis. Das passt gerade mit der Eiswelt total und der Musik, ne? Irgendwie ist das schön. Blue Fields übrigens von Final Fantasy. So, machen wir hier mal Wasser rein. Auf der anderen Seite auch noch. Dann gefriert das wieder zu. Eigentlich wollte ich hier auch mal eine Brücke rüberbauen. Hm. Bernhard baut Brücken. Tja, ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die Zeit. Ich habe auch nicht mal Lust, an solchen kleinen Mistprojekten zu arbeiten. Hep. So, das gefriert jetzt und wird dann super funktionieren. Bei dem Damm, muss ich sagen, gefällt mir auch noch nicht so ganz, dass der hier einfach so steht. Boah. Okay, das war Glück, dass der hier einfach so steht und nicht irgendwie... Wo ging es denn hier nochmal raus? Ach, da oben, ne? Richtig, hier unten war ja unser... Ah ja, da unten war unser erster Slime-Spawner. Ich erinnere mich. Da gefällt mir nicht, dass wir den nicht abgestützt haben, diesen Damm, sondern nur Holzwände hingemacht haben. Eigentlich nicht so schön. So, schnell in die Haie, bevor die Monster kommen. Hepf. Ach ja, sehr schön. Seit Ewigkeiten wollte ich immer wieder ein Special machen, aber die Zeit, die Zeit. So, wupp. Gefällt mir das? Nein. So, die Zeit, ja, ja, wo ist die nur geblieben? Wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 100, keine Ahnung, 150, 160. Ist eigentlich derbe, wie lange wir schon... Minecraft zusammen zocken. Aber ihr habt ja super viel Support gezeigt bei Folge 100. Da habe ich ja gesagt, wir machen auf jeden Fall bis 200 weiter. Ob wir dann das Let's Play weiterführen, weiß ich noch nicht. Mir macht Minecraft zwar nach wie vor super viel Spaß, aber vielleicht ändere ich das Ganze denn dahingehend, dass es nur noch ein Let's Show wird oder sowas. Dass ich in Ruhe ein bisschen basteln kann und euch immer mal wieder die
Fortschritte zeige. Ich meine, ich merke ja auch, dass die Zuschauerzahlen ein bisschen abnehmen. Insofern nehme ich einfach mal an, dass das Interesse auch ein bisschen abnimmt an Minecraft, zumindest auf meinem Kanal. So, okay. Das ist dann soweit erstmal in Ordnung. Dann würde ich sagen, haben wir Level 37 und das wäre eigentlich Verschwendung, wenn wir nicht mal dafür sorgen, einen Bogen zu verzaubern. Und da wir eh in die Wüste müssen für das nächste Bauprojekt, sollten wir das auf jeden Fall jetzt mal in Angriff nehmen. Wo habe ich denn Schnüre? Ich würde so gerne einen Bogen haben, der unendlich viele Schüsse hat. So, zwei Stöcker reichen, glaube ich, nicht. Ich glaube, man braucht drei. Ja, ne, es ist andersrum. Hier muss eine Schnur hin und dann... Ja, ja. Kriegen wir hin. Wir haben ja genug Holz. Ja, nee, nicht Dschungelwood, Mensch. Machen wir einfach mal einen. So, so, sehr schön, 14 Stück. Ja, dann müssen wir wieder durch das Labyrinth laufen. Ich weiß. Aber ich würde mich eben sehr freuen, wenn wir einen Bogen hätten mit unendlich Pfeilen. Ach, ist ja doch mehr Zeug, was man braucht, als man denkt. So. Okay, hier waren sie nicht drin. Irgendwo hier waren sie drin. Packe ich es auch mal dahin zurück. Da können auch die rauf und das Eisen und Schnee. Schnee sammeln wir ja gerade hier. Zack. Das passt thematisch dort rein. Redstone kann dort mit rauf. Okay. Hier ist noch ein bisschen Schnee. Sehr schön. Hier ist ein bisschen Schnur. Irgendwo habe ich noch Schnur gesehen gerade. Oder war das das dort? Ja, kein Schnur mehr im Inventar. Oh, wie klein das Minecraft-Inventar eigentlich ist. Wenn man so drüber nachdenkt. Okay, dann wollen wir mal ganz kurz in die Wüste gehen und uns überlegen, wie wir das nächste Bauprojekt machen können. Es hat ja was mit Schienen zu tun, das habe ich euch ja schon erzählt. Und, es wird natürlich auch was mit Schienen quasi fahren zu tun haben. Ihr habt ja schon gemutmaßt, dass ich vielleicht eine Skyline vorhabe. Natürlich nicht, also ich bin nicht so ein... Alter Schwede. Da wäre ich jetzt beinahe reingefallen. Bin eigentlich nicht so ein Freund von Skylines. Vielleicht hacken wir das mal ganz kurz. Sicher. Haben wir gerade Wasser? Nee, Wasser haben wir nicht dabei. Das wäre doch eigentlich das Beste, wenn wir daraus Obsidian machen. Dann hole ich doch nochmal Wasser aus dem Brunnen, der ist ja ganz nah. Wie war das? Wenn Wasser auf Lava trifft, entsteht Obsidian. Wenn Lava auf Wasser trifft, entsteht Stein. Irgendwie so. So, alles klar. Ich glaube, ja. Und, ich möchte mit euch quasi eine Verbindung bauen zwischen dieser Welt und der Wüstenwelt. Und, in der Wüste möchte ich auch was anderes bauen, was thematisch dazu passt. Fantastisch. Sind wir sicher? Jetzt können wir hier erstmal nicht irgendwie rinfallen. Obsidian, brauchen wir das Zeug eigentlich gerade? Ist natürlich ein toller Baustoff, ne, weil er so... Ja, so eine interessante Farbe und Maserung eigentlich hat. Ich mag Obsidian eigentlich sehr gerne als Baustoff. Das Problem ist nur, dass es halt so unheimlich wertvoll ist eigentlich, weil man super viel Zeit braucht, um ihn abzubauen. Oha. Und deshalb ist es immer so ein bisschen, ja, leidlich. Aber einen nehmen wir mal noch mit. Alle guten Dinge sind ja drei. Wenn wir immer drei Obsidian mitnehmen, wenn wir hier langlaufen, dann haben wir bald genug. Okay. Super duper. Popupa. Dann sehe ich auch, dass die Zeit schon wieder fortgeschritten ist. Ich habe heute nicht ganz so viel Zeit wie sonst zum Zocken. Das heißt, wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal nur noch zur Verzauberung kommen, der ganzen Angelegenheit. Habe auch gar nicht einen Überblick, wann ich angefangen habe zu zocken, also weiß auch gar nicht, wie wir jetzt gerade mit den Folgen irgendwie stehen, zeitlich. Normalerweise achte ich ja mal darauf, dass ich so einen Viertelstunden-Rhythmus habe, dass ich da immer schön rendern kann mit euch, aber ansonsten schneide ich das einfach zurecht. Meine Festplatte ist ja zum Glück groß genug. Eine 2 Terabyte Seagate Barracuda, super schnell, super geil im Rechner. Es kommen nämlich auch häufig die Fragen, was für ein Equipment ich habe. So, also hier auf jeden Fall dann die Schienen hin. Die führen dann auch irgendwo hier hin. Überlege ich mir gerade, ob das eigentlich so gut passt, wie ich mir das denn vorstelle. Doch, ich glaube schon. Okay. Es ist zwar... Ja, es passt natürlich jetzt nicht geschichtlich und so, aber es ist... Thematisch passt es einfach sehr gut.
So, mal gucken, ob wir jetzt auf die Schnelle noch den Ausgang hier finden. Da müssen wir hin. Letztens sind wir ja hier schon lang gegangen. Das heißt, wir sind ja doch relativ... Wir sind ja doch relativ frisch mit unserem Wissen. So. Auf jeden Fall müssen wir zuallererst nach oben. Oder müssen wir zuerst nach unten? Zuerst nach unten, oder? Oder nach oben? Ach du Scheißendreck. Ich hab mich voll verlaufen. Ach, das sei für heute einfach mal erlaubt, dass wir den Abkürzungsweg genommen haben. Krieg ich eh nicht nochmal hin. So, herzlich willkommen in unserer Pyramide. Für die, die sie noch nicht kennen. Sehr schön. Na dann, verzaubern wir jetzt mal noch unseren Bogen. Nee, nicht die Scheren, sondern den Bogen. Genau. Was machen wir hier? Sag doch mal. Ist das das Richtige hier? Oder ist das das Richtige? Oder ist das das Richtige? Das ist übrigens das Standard galaktische Alphabet von Commander Keen, für die, die es nicht kennen. Ach, nehmen wir einfach. Power Flame. Schade. Heißt nämlich, ich meine, Power ist zwar unheimlich gut, wir brauchen extrem wenig Pfeile mit unserem Bogen. Ich verzauber jetzt die einfach mal, oder ich verzauber das hier mal ganz kurz. Geht das? Ah, nee, weil das ist schon verzaubert. Wenn ich das jetzt verzauber, wird das dann repariert oder wird es dann nicht repariert? Wahrscheinlich wird es nicht repariert. Okay, schade, dass wir keinen besseren Bogen bekommen haben, aber wir können natürlich jetzt mit einem Pfeil immer einen Gegner töten. Und warum da oben durch die Gänge unseres Labyrinths Zombies laufen, da ja, machen wir uns am besten keine Gedanken. Könnte ganz aufregend sein, wenn man da mal durch das Labyrinth läuft und auf einmal kommt ein Zombie um die Ecke. Okay, ihr Lieben, haben wir nicht gerade keinen Pfeil dabei. Juti, dann würde ich mal sagen, zack. Wissen wir, was wir als nächstes machen? Wir bauen unseren, ja, ich sag mal OE, ja, das sind die Initialen von dem, was wir da machen. Und werden dann hier mal wieder ein bisschen neue Landschaften sehen. Wir werden dann ziemlich viel hier in der Wüste sein. Es kommt auch ein großes, großes Projekt in die Wüste denn hier direkt rein, wofür wir ganz, ganz, ganz viel Zuckerrohr brauchen. Das passt nämlich thematisch zu dem, was wir dann bauen. Ich weiß natürlich noch nicht, ob es so cool wird, wie ich es mir vorstelle. Ich habe da konkrete Vorstellungen im Kopf, die halt namentlich, also... Die sind halt namentlich schon benannt. Aber ich habe noch nicht eine konkrete Vision im Kopf, wie das dann aussehen könnte. Es ist nur eben namentlich vorhanden und noch nicht in Gestalt. Das heißt, da werden wir sehen, wie es wird. Ansonsten sage ich an der Stelle einfach mal erstmal Tschüss. Mein Name ist Bernhard, ich danke fürs Zuschauen, für dieses kleine Intermezzo hier. Bei Minecraft haben wir ja nicht unbedingt so viel geschafft, aber uns doch um ein, zwei Dinge gekümmert, zum Beispiel um die Melonenfarm da hinten. Und ja, dann in diesem Sinne, ne? Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.